Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Video von Steuern mit Kopf und zwar mit dem Thema wieder Frag Steuern mit Kopf. Heute mal die Frage und zwar, soll ich eine Steuererklärung machen, wenn der Staat pleite geht? Heute, wie gesagt, mit dieser Frage, die ist an mich herangetragen worden und dementsprechend jetzt die ganz kurze Zusammenfassung meiner persönlichen Meinung in diesem Frag Steuern mit Kopf Video. Mein Name ist Roland, ich bin Steuerberater aus Regensburg und du schaust Steuern mit Kopf. Steuern spart, wer Steuern plant. Ja, das Thema Staatspleite und Ähnliches wird natürlich in allen, ja sag ich mal, Ecken und Enden gerade diskutiert, weil ja, wie gesagt, wir aktuell natürlich uns ja am Rande einer Wirtschaftskrise natürlich befinden und natürlich ein wirtschaftlicher Abschwung vorhanden ist. Da wird es natürlich auch in der Aktien mit Kopf-Community, aber natürlich auch in anderen Aktiengruppen zum Beispiel natürlich schon diskutiert über Staatspleiten, dann natürlich über Subventionen, wie das Ganze finanziert werden soll und so weiter und so fort, weil natürlich irgendwo muss ja das Geld dann am Ende herkommen für zum Beispiel die ganzen Soforthilfen, Kurzarbeitergeld und so weiter und diese ganzen, ja sag ich mal, Maßnahmen, die gerade ergriffen werden. Deswegen natürlich die Frage, soll ich jetzt eigentlich meine Steuererklärung machen, wenn der Staat pleite geht? Weil wenn der Staat dann pleite ist, dann kriege ich dann Geld zurück oder wie sieht es dann aus? Muss ich dann was nachzahlen oder wie ist denn da so der grundsätzliche Gedankengang? Es ist natürlich so die Frage, eigentlich, die vorangestellt werden, machen oder nicht machen. Da muss man natürlich einmal unterscheiden zwischen denjenigen, die eine Steuererklärung machen können und diejenigen, die eine Steuererklärung machen müssen. Denn ich sage mal so, unabhängig davon, ob jetzt sagen wir mal der Staat, also die Bundesrepublik Deutschland oder ein anderes Land pleite gehen sollte, musst du natürlich nach den gängigen gesetzlichen Regelungen trotzdem eine Steuererklärung machen. Nur weil der Staat pleite geht, heißt ja nicht, dass automatisch die Steuergesetze und alles außer Kraft gesetzt werden. Da natürlich, wie gesagt, gibt es ja einmal die sogenannte Antragsveranlagung, also diejenigen, die eine Steuererklärung machen können und auf der anderen Seite die sozusagen Pflichtveranlagungen, die eine Steuererklärung machen müssen. Pflichtveranlagungen sind klassischerweise so Unternehmer zum Beispiel, Vermieter, Kryptoinvestoren, die steuerpflichtige Trades durchgeführt haben, P2P-Anleger zum Beispiel auch, weil die ja eine Steuererklärung abgeben müssen und die müssen, wie gesagt, hier eine Steuererklärung abgeben. Das sind die sogenannten Pflichtveranlagten. Die haben dieses Jahr Zeit bis zum 31.07. mit Steuerberater bis zum nächsten Jahr 1. März. Hier natürlich unter Vorbehalt, denn auch diese Frist kann sich natürlich unter den aktuellen Bedingungen weiter nach hinten verschieben. Von daher, wie gesagt, keine Gewähr, dass das auch in einem Monat oder vielleicht sogar morgen noch genauso ist. Dann gibt es natürlich die anderen, die ein Wahlrecht haben, die sogenannten Antragsveranlagungen. Das sind die Arbeitnehmer zum Beispiel, die monatlich immer schon über ihren Lohn, ganz einfach das hier so, Lohn versteuern ihre ganzen Einkünfte und die keine weiteren Einkünfte haben nebenher. Die sind sogenannte Antragsveranlagungen, also sie haben hier ein Wahlrecht. Jetzt ist natürlich die Frage, ja, soll ich meine Steuererklärung abgeben? Denn, wie gesagt, das Machen der Steuererklärung muss hier getrennt betrachtet werden. Erstens, wie gesagt, du kannst deine Steuererklärung jederzeit machen. Was bedeutet? Du setzt dich hin, nimmst Elster, eine Steuersoftware oder gehst zum Steuerberater oder irgendwas und lässt die Steuererklärung erstellen. Also das ist schon mal Teil 1. Den kannst du jederzeit machen. Und dann ist jetzt aber die zweite Frage, ob du sie dann abgeben sollst. Das heißt, ob die dann elektronisch übermittelt werden soll. Und da gibt es natürlich hier auch schon in der Praxis, auch unabhängig von Krisen und der Fragestellung hier, immer den Unterschied schon, ja, soll ich sie jetzt übermitteln oder soll ich dann noch warten? Hier ist es natürlich mehrere Gedankenspiele, die hier mit reinkommen könnten. Und zwar zum einen natürlich gehen wir mal zuerst durch die Pflichtveranlagungen. Pflichtveranlagungen sind, wie gesagt, Unternehmer, Vermieter, Kryptoinvestoren und so weiter und so fort. Die müssen ja, sie haben gar nicht das Wahlrecht, ob sie eine machen oder nicht, sondern sie können hier nur den Zeitpunkt beeinflussen. Entweder 31.07. oder 1.03. mit Steuerberater. Da ist es natürlich schon mal der Unterschied hier, ja, kriege ich denn ein Geld zurück oder muss ich was nachzahlen? Geld zurück bedeutet natürlich, du bekommst eine Steuererstattung, heißt, du hast mehr vorausgezahlt, als du jetzt am Ende zahlen musst. Da ist es natürlich schon sinnvoll zu sagen, okay, ich hole mir das Geld jetzt sofort und gebe sie deswegen auch sofort ab. Das heißt, ich mache sie und gebe sie sofort ab. Da natürlich ist es so, wenn dann der Staat pleite gehen sollte, ist es wahrscheinlich so, also könnte ich jetzt mir das mal vorstellen, dass eventuell Zahlungen, Steuerzahlungen erhalten bleiben, die Forderungen aber erlöschen. Wie gesagt, das ist ein Gedankenspiel.
Aber man muss ja in der aktuellen Situation mit allem rechnen. Denn grundsätzlich natürlich ist auch das Thema, ein Staat kann ja so gesehen in seiner eigenen Währung gar nicht pleite gehen, sondern hier wäre natürlich das Thema Inflation und Ähnliches eher relevant. Aber ich bleibe, wie gesagt, jetzt hier auch bei der Fragestellung. Gehen wir natürlich dann hier weiter und du musst was nachzahlen. Ist es natürlich sinnvoll, es jetzt schon zu wissen, wenn du in einem Monat oder in 2 Monaten oder eben in 6 Monaten was zahlen musst? Warum? Weil du diese Zahlung einplanen kannst. Und das ist im Grunde hier schon der Planungsfaktor, denn aktuell befinden sich sehr viele Unternehmer und auch natürlich auch Privatpersonen, Immobilieninvestoren und Ähnliches hier bei einer Liquidität, bei einem Liquiditätsengpass. Wenn du diesen natürlich sehr stark verringern willst, dann wäre es natürlich hier schon so, dass du sagst, okay, du weißt, du musst zum Beispiel in, sagen wir mal, in 6 Monaten 6.000 Euro zahlen. Jetzt kannst du hier noch im aktuellen Zustand schauen, dass du hier diese Rücklage aufbaust. Wenn du nicht schon unterjährig letztes Jahr etwas zurückgelegt hast, dann musst du natürlich das hier, sage ich mal, finanzieren. Denn viele leben ja nach der Manier, dass man sagt, okay, das Geld investiere ich jetzt, wenn ich es habe, und die Steuern zahle ich auch aus dem, was sozusagen dann ich auch laufend hier ganz einfach zahlen muss. Wenn du keine Vorauszahlungen geleistet hast, dann kann es natürlich zum Bumerang werden, weil du natürlich dann erhebliche Menge an Steuern ganz einfach nachzahlen musst. Wenn du hingegen eine Erstattung bekommst, dann sollte es natürlich auch bei Pflichtveranlagungen dann schon hier der Gedanke sein, okay, ich gebe sie sofort ab, weil natürlich ich dann hier erstens mal meine steuerliche Pflicht erfüllt habe. Das heißt, ich habe die Steuererklärung abgegeben, kann mir keiner mehr was tun. Und auf der anderen Seite natürlich, ich kriege das Geld zurück. Dann natürlich ist es hier schon so, dass es dann natürlich auch die Antragsveranlagung gibt. Für die gilt natürlich grundsätzlich dasselbe. Die müssen rechnen aber meistens eher mit einer Steuererstattung, weil sie einfach Arbeitnehmer zum Beispiel sind. Und Arbeitnehmer bedeutet, die haben schon alle ihre Einkünfte, also die haben keine weiteren Einkünfte, weil sonst wäre es ja eine Pflichtveranlagung. Die sollten sie derzeit wirklich schnellstens machen. Warum diese persönliche Empfehlung? Und zwar, als Arbeitnehmer bist du aktuell in der Situation, du weißt nicht, ob dein Unternehmen vielleicht nächste Woche noch existiert. So hart muss man sein, aber diese Überlegung sollte ganz einfach mitspielen. Oder ob du in Kurzarbeitergeld, also in Kurzarbeit geschickt wirst. Diese Themen sind natürlich auch relevant. Und deswegen ist es schon so, dass du hier dann die Erstattung als Liquiditätspuffer ganz einfach nutzen kannst. Denn es ist natürlich schon so, dass du im Normalfall, wenn du ein reiner Anlage-N-Fall bist, dass die Steuererklärung automatisiert durchläuft. Und so ist es meistens so, dass hier zwischen 4 und 6 Wochen dann das Geld, was du als Erstattung bekommst, also am Konto ist. Und das ist zum Beispiel auch der Fall, weil der durchschnittliche Steuerbürger oder Steuerzahler, der ein reiner Arbeitnehmer ist, bekommt ja im Durchschnitt bis zu 1.000 Euro pro Jahr zurück. Beispiel, wenn du jetzt auch sozusagen zu Hause in Quarantäne bist, dann wäre es eine Überlegung, dass du auch sagst, okay, ich habe jetzt die nächsten 2 Wochen, zum Beispiel 3 Wochen, bis 19.04. habe ich noch Zeit. Ich weiß nicht, was ich mit meiner Zeit anstellen soll. Könnte ich ja mal die Steuererklärung der letzten 3 Jahre machen. Im Durchschnitt würde das dann 3.000 Euro bedeuten. Da ist natürlich aber auch immer die Thematik bei den Antragsveranlagungen das Thema Zinsen. Denn das ist auch ein Thema, was ich glaube ich sehr viele natürlich jetzt nutzen. Und zwar hier zu sagen, okay, ich bekomme ja 6% Zinsen. Darauf würde ich mich auch nicht verlassen. Denn es kann ja sein, und zwar, dass im Falle des Falles in einer Staatspleite gesagt wird, die 6% Zinsen sind weg und deine Steuererstattung ist auch weg, denn der Staat ist ja pleite. So könnte man natürlich dann auch argumentieren aus dem Grund. Also unter dem Gesichtspunkt, dass hier eine Staatspleite anstehen würde, wäre das ein Gedankenspiel. Wie gesagt, in diesem Zusammenhang, es ist jetzt hier natürlich nicht so, dass ich der Ansicht bin, dass jetzt hier in der nächsten Zeit eine Staatspleite ansteht oder Ähnliches, denn ich erlebe es, wie gesagt, von vielen Seiten her, dass Unternehmer sich wieder aufrappeln, alternative Modelle, Online-Shops und Ähnliches natürlich integrieren, soweit das möglich ist, was natürlich dann wieder Steuern natürlich auslöst durch Veräußerungen, Umsatzsteuer, Einkommensteuer natürlich und Ähnliches und die Steuerzahlungen ja grundsätzlich weitergehen, auch bei Grundsteuer und so weiter und so fort. Von daher ist das nur ein Szenario, was ich einfach mal mit aufnehmen wollte, weil ich die Frage recht spannend fand. Ich denke, wie gesagt, es ist das Beste jetzt für jeden, egal ob Pflichtveranlagung oder Antragsveranlagung, seine Steuererklärung anzugehen, gerade wenn du Zeit hast. Denn du kannst hier, wie gesagt, dann erstens mal schauen, muss ich was nachzahlen? Wenn ja, plane ich das ein, gebe ich sie erst vielleicht nächstes Jahr im März ab oder gebe ich sie vielleicht Ende des Jahres ab und so weiter. Kann natürlich hier das dann schon ein denkbares Szenario sein, aber du weißt zumindest, was du zahlen musst und kannst dich darauf liquiditätsmäßig darauf vorbereiten. Bei Antragsveranlagungen, wie gesagt, die Empfehlung eigentlich, dass du sie sofort abgibst, weil natürlich hier dann die Erstattung auf deinem Konto erscheint. Ansonsten, wie gesagt, noch ein kleiner Hinweis, und zwar Montag, ich glaube, es ist der 6.4.,
ein Livestream, und zwar um 12 Uhr mittags mit Dr. Julian Hosp. Da werden wir über Kryptowährungen, Steuern und Ähnliches sprechen. Und wie gesagt, das sind wir direkt live auf YouTube. Das heißt, ihr könnt dann natürlich auch noch in der Kryptowährungsgruppe einige Fragen stellen, die ihr dann ganz einfach hier, die wir euch dann live beantworten. Aber wir sammeln gerade hier schon Fragen. Auch wenn ihr zu diesem Thema Fragen habt, Kryptowährungen und Steuern, ab damit unten in die Kommentare. Wie gesagt, nächsten Montag live hier auf YouTube. Ansonsten, ich wünsche euch einen schönen Donnerstagabend, und wir sehen uns natürlich dann wieder nächste Woche Donnerstag mit Fragesteuern mit Kopf. Natürlich hier immer montags wird der Post abgesetzt und dann am Donnerstag wird die Frage oder das Thema beantwortet, was ihr hier ausgesucht habt, beziehungsweise was ich persönlich hier am interessantesten fand und was natürlich wir dann hier veröffentlichen. Ansonsten, wie gesagt, schönen Donnerstagabend. Mein Name ist Roland, ich bin Steuerberater aus Regensburg und das war Steuern mit Kopf. Steuern spart, wer Steuern plant.